Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus D-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir befinden uns hier im Anotorio und Mod. Und ja, wie wir sehen, das ist ein bisschen wenig Keramik, was hier rauskommt. Ne? Also da müssen wir wohl noch ein paar Claypits bauen. Ja, bleibt nichts über, ne? Müssen wir uns ein paar Tools holen. Gut, wir haben aber zum Glück jetzt ja schon ein bisschen Metall gemacht. Und können dann mal einfach hier sagen, wir nehmen mal ein Stack Metall mit und gehen mit dem Stack Metall nach oben. Und wir müssen auch, wir müssen das Holz noch unbedingt wieder aufbauen, obwohl wir jetzt 1400 Holz haben. Aber das müssen wir unbedingt wieder aufbauen, damit wir dann nicht mit mal ohne Holz dastehen. Ganz wichtig, dürfen wir nicht vergessen. So, Holz hier rein, Metall hier rein, Werkzeuge kommen raus, hoffentlich. So, können wir noch mehr Holz reinmachen. So. Gut, dann haben wir nämlich ein paar Holz und Werkzeuge, Werkzeuge. So, dann machen wir erstmal ein bisschen Holz. Und zwar machen wir das Holz jetzt auf der Seite. Da von den, oder machen wir das hier unten? Könnt's auch hier unten in dem Bereich erstmal machen. Dann bauen wir das mal auf. Holz, 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 Holz. So, wir brauchen dazu den Forester. Der muss innerhalb des Gebietes stehen. Das wäre ganz cool. So, so sieht's gut aus. Dann brauchen wir die Kameraden hier. Und die werden wir jetzt mal anders hinstellen. Und zwar werden wir die so hinstellen, dass die alle da Zugriff auf ihn haben. Muss eigentlich gehen mit immer jeweils einem Abstand dazwischen, ne? Warte mal, dann müsste doch dort eigentlich... Nee, dann passen die nicht mehr hin, ne? Naja, wir müssen das schon so im... Da passt es denn, da passt es denn. Mal gucken, ob das jetzt überall so passt, wie ich mir das vorstelle. Also der kann hier reingreifen, der kann da rein, der kann da rein. Ja, dann brauchen wir Filternde natürlich, nicht die normalen. Obwohl, das ist eigentlich egal, weil er packt ja nur das rein, was er wirklich reinpacken kann, ne? So, hier brauchen wir gar keine Filternden. Aber wir brauchen auch genug. So. Sehr schön. So, und dann können wir nämlich sagen, dass die Nüsse nämlich immer da in die Mitte gepackt werden. Also die sollte er dann automatisch da reinpacken. Weil wenn ich jetzt hier Nüsse reinpacke, sollte er die dann da reinpacken. Wenn ich hier Nüsse reinpacke, hier Nüsse reinpacke. Weil die Nüsse, die das Einzige, was der annimmt. Und dann nimmt er dann auch nur die Nüsse da rein. So, der kann dann hier mal schon schön platzen. Das kriegt er ja hin. Und dann hat er hier 8 Holzverleuten ringsherum. Und dann sollte das wunderschön gehen. So, gut, das hätten wir schon mal. Das wollte ich unbedingt gemacht haben noch, damit das Holz schon mal wieder steht. So, hier müssen wir uns natürlich dann ein bisschen, ne, also das ist noch ein bisschen wenig Krüge, die wir da kriegen. Werkzeuge haben wir jetzt. Sehr schön, dann legen wir noch ein bisschen davon rein, ein bisschen davon rein. Dann kriegen wir noch ein bisschen mehr Werkzeuge. So, Werkzeugproduktion läuft auch hervorragend. Das heißt, wir machen jetzt noch ein paar Clay Pits und zwar mal 12 Stück. So, gucken wir mal, ob wir da 12 Stück drauf unterkriegen hier noch. Da müssen wir jetzt so generell mal vielleicht, naja, mal gucken. So. Da haben wir einen. Ich im Weg die ganze Zeit. Da haben wir einen, da haben wir einen, da haben wir einen. Da haben wir einen. So. Und dann können wir hier außen noch lang, hoffentlich. Aber wir können sie nicht so grün bauen, wie wir sie gerne hätten. Bauen wir hier einen hin und da noch einen hin. So. Ja, da komme ich sonst an den nicht ran. Hier hinbauen. So. Mal gucken, dann müssten wir eigentlich mit an alle rankommen hier mit Förderbinder. So, von da, von da. Das muss dann alles auf einem Förderband münzen. Das kann hier direkt draufgelegt werden. Der kann da drauf liegen mit. So, der legt damit drauf. Geht dann hier oben rum. Dann kommt das hier. Oh, jetzt habe ich keine Förderbinder mehr. Ui, schwierig. Immer wieder das gleiche, ne? Dann habe ich das auch schon wieder doppelt hingelegt. Knickarme Rote haben wir auch zu wenig. Dann noch ein paar machen.
So. Gut. Legen wir erstmal hier drauf. Da drauf. Da drauf. Da drauf. So. Und dann brauchen wir hier schon wieder Klick am Router. Da drauf. So, es könnte jetzt sein, dass das zu viel ist hier auf diesem Förderband. Upsalat. Das sieht ja mal richtig scheiße aus. So was wollen wir hier nicht haben. Du legst dann mit dem auf 1 hier. So. Das legen wir dann auch da dran an die Seite. Und dann kommt das hier. Das kriegt dann auch erstmal hier. Dann ordentlich noch einen nach unten. So. Ist alles einseitig hier, ne? Wir müssten vielleicht das doch ein bisschen. Naja, gut, werden wir gleich sehen. Das werden wir wahrscheinlich nochmal umswitchen hier hinten, dass wir da noch ein paar. Ein bisschen anders legen. Dass wir den zum Beispiel schon hier mit hinlegen. Der von der Seite schon mal kriegt. Dann können wir das hier mal ganz kurz wegmachen. Und dann werden wir hier die. Alle unten rumlegen lassen. So. So. Gut, gut, Baba. Der legt den Wärme drauf. Dann legt der hier mit drauf, der legt hier mit drauf, der legt da mit drauf. Und dann sollte sich jetzt jede Menge Leben doch hier dann anfinden. Hoffentlich. Haben wir dann alle Pits angeschlossen? Ah, da oben. Da fehlen noch zwei. Oh, fehlen noch zwei. So. So und so. Jetzt sind erstmal alle angeschlossen. Jetzt sollte genügend Leben hoffentlich hier hinten ankommen. Damit dann die Kuh, damit die Leute hier immer fleißig produzieren können und dass dann immer fleißig hier Keramik rauskommt und ein bisschen mehr Keramik rauskommt. Gut, haben wir erstmal Keramik gepimpt. So. Was dann natürlich auch in den Kosten zu sehen ist, glaube ich, mittlerweile. Das sollte ja jetzt nicht ganz spurlos an uns vorübergehen, wenn wir da so viel Keramik machen. Also unsere Keramikpizza, ja, 165 Gold, okay, das geht noch. Und die Clients, die sind nicht ganz so teuer, die kosten 30 Gold, das geht auch noch. Wir haben schon über 700 Knickerroboter jetzt? Meine Herren. Ernsthaft? 711 Knickerroboter haben wir da im System. Gar nicht mal so schlecht. Und meiste verbrauchen die Schaffarmen, 400 Gold. Okay. Okay, okay, okay. Nehmen wir hin. Nehmen wir erstmal so hin. So, hier sehen wir schon, hier brauchen wir auch ein ähnliches System. Hier brauchen wir noch ein paar mehr Minen. Machen wir mal erstmal nochmal 6 Stück. Würde ich sagen, dann setzen wir hier 4 auf der Seite, 4 auf der Seite. So. Dann haben wir hier Förderband. Hier hoch. Da dran. So. So. Du gehst da dran. Jetzt kommt das natürlich auf beiden Seiten hier durch. Das ist natürlich auch Quatsch. So. Sagen wir das mal wieder sauber hier. Ach, du ahnst es ja nicht. Wie cool habe ich hier in der Tasche. So. Hier kommt noch keine Kohle wieder durch. So. Wieder Kohle in der Tasche, die wir nicht brauchen, ne? So. Gut. Dann müssen wir jetzt hier. Knick, knick. Knick, knick. Nicht nach oben, sondern nach dahin bitte. Knick. 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 So. Dann sollte jetzt hier auch wesentlich mehr Eisenerz ankommen und sollte dann dafür sorgen, dass hier die Eisengeschichte ganz gut funktioniert. Fürs Erste. Und dass wir dann noch ein paar mehr Eisenplatten hier denn produziert kriegen. Wir haben ja schon ein paar hundert, aber da können ja durchaus noch ein paar mehr kommen. So, gut. Alles klar, jetzt gucken wir mal, wie viel Keramik gelötet wir jetzt eigentlich schon produziert haben. Da müsste ja auch ein bisschen was schon zusammengekommen sein hier. Naja, der kleine Michel hier, der kommt gar nicht hinterher, das alles da einzuladen. Aber da kennen wir ja auch einen Trick. Ne, da machen wir ja ganz einfach. Machen wir dann hier
Mal ganz kurz weiter nach oben. So. Und dann hier wieder nach unten. So. Und dann gibt es dann halt eben einfach ein paar mehr Knickarme, die hier einräumen. So. Gut. Ne? Und dann räumt ihr hier ein paar mehr ein. Und schon wird der Marketplace. Okay. Wie, was, wo, was? Versteht ihr das? Das ist ja gar nicht mal so gut. Wieso verschwindet das denn? Wieso kann ich denn... Ich kann keine Keramik da einpflanzen. Hm? Ja, ein bisschen schwierig. Gut, okay, dann hören wir mal auf hier damit, das da reinzulegen. Build and advanced. Was? Use is building and advanced material, ja. Ja. Gut, ja, okay. Puh. What? Das verschwindet einfach, ist nicht so gut. Okay. Nee, das ist nicht fair, ne? Also, verschwindet einfach ist nicht gut. Das wollen wir so nicht. So, jetzt müssen wir hier bloß dann hier Apple abbauen, wie blöde. Und gucken, dass wir da ordentlich Apple runterkriegen. Und dass wir dann den Cider machen können, dass wir dann den Cider da runterbringen können und dann ein bisschen Cider verteilen können. So, wir reißen das hier mal nochmal alles ab. So, ich bin jetzt erstmal gespannt, wenn ich jetzt eine Destille aufstelle. Müsste ja irgendwo eine haben hier. Warte mal, eine Destille habe ich ja. Wenn ich da jetzt... mach mal... Oh ja. Irgendwo ist die Keramik hin, aber man weiß noch nicht wohin. Also sie ist anscheinend irgendwie in Massen... Keine Ahnung. Okay, das ist mir gerade nicht so ganz geheuer. Ich mache mir das da rein. So, gut. Dann lassen wir da destillieren. Das dauert eine Weile, ne? Oder? Ja, es geht. Gut, dann brauchen wir erstmal ein paar Destillen. Machen wir 8 erstmal. Oder machen wir 10, ne? Eine haben wir ja schon. So, dann haben wir 10 Stück. So, dann brauche ich jetzt hier von euch. Mache ich mir mal auch 10. Dann versuche ich hier mal 10 Stück drauf zu kriegen. Das wird so nix. 1. 2. 3. Da kann ich einen jetzt in die Mitte setzen, das bringt mich aber wahnsinnig weit. Okay. Dann würde ich sagen, dann setzen wir den auch da mittig rein und dann ist das gut. Kriegen wir 6 Stück drauf. Hm. Na gut. 2 Förderbänder. Jeweils. So. Mache ich denn das denn? Warte. Dann muss ich, genau. In der Mitte mache ich denn das. Ja, irgendwo muss ich das Destillat hier noch rausführen. Ich habe noch keine langen Ärmchen, ne? Schwierig. Ja, muss es auf einen Förderband, aber dann muss ich hier da zweimal auf einen Förderband kriegen. Ew.
Schwierig, 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 aber dann probieren wir es jetzt einfach mal, dass, ob das denn hier durchgeht. Wenn ich jetzt hier ein Förderband so lang mache, wenn ich noch Förderband hätte. Immer wieder das gleiche, immer fehlt irgendwas. So. Alles einmal auf die Seite, bitte. So, und das, was von da kommt, einfach auf die Seite legen, bitte. So. Und dann kommt das hier drauf. So. Was kommt denn da dran? So. So, und dann kommen denn hier die Distillen dran. Distille. Distillery. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Machen wir noch zwei weitere. Eigentlich müsste ich denn noch mehr machen, aber egal. So. Um auf das zu machen. Und jetzt kannst du jetzt wieder das da machen. So, ich brauche 5 Bänder. Hab jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wenn ich 5 Bänder brauche, hätte ich da jedenfalls 5 machen können. Hätte ich immer 2 zusammennehmen können. Na gut, okay. Wobei, das wird nicht reichen, ne? Also, die beiden gehen auf ein Förderband hier. So. Die beiden gehen auf ein Förderband hier. Das geht hier raus. So, die beiden gehen auf ein Förderband. Die beiden gehen auf ein Förderband. So. Ich mach mal gleich nochmal 10.000, 20.000 Förderbänder, ne? Brauche ich noch ein paar von. Definitiv brauche ich noch ein paar von. So, dann kommen wir hier irgendwo runter. Dann müssen wir jetzt immer hier rüber. Auf der Seite entlang passen hier 5 Förderbänder durch. 1, 2, 3, 4, 5. Geht das erste hier lang, da dran. Weiter geht hier lang. Wir werden noch massig Förderbänder brauchen. Davon ist auszugehen. Gut. Aber da wollen wir den ersten Cider natürlich. Den hätte ich ganz gerne in dieser Folge noch produziert, zumindest. Und schon mal anfänglich. Oh, Entschuldigung, Stimme weg. Oh, ich muss gleich einen Pullmoll nehmen. Schwierig. Ah, so, gut, geht wieder. Machen wir hier 2. Damit es schneller geht. Das war der falsche Knopf. Entschuldigung, also die Stimme ist gerade. Ich trinke mal einen Schluck. So. Stimme wieder da. Hey, das war aber. Das war aber auch schwierig eben gerade. So. Gut, dann haben wir jetzt auch zu wenig davon. Hör mal auf. Machen wir davon noch ein paar. Und dann machen wir damit weiter. So. Okay, so. Das müssen wir natürlich auch noch so legen, dass der.
Einer auf dem vorderen Ende kommt und der andere auf dem hinteren Ende. So, dann Schuh draus. So, dann geht der hier, so. Geht das erstmal da raus. So. Und dann können wir uns hier dann gleich hier unten rüberlegen. Machen wir das auf der Höhe hier, ne? Auf der Höhe legen wir hier rüber. So, und dann gucken wir mal, wo wir hier runter gehen. Dann. Das müssen wir dann, das holen wir uns auch gleich noch hoch. Wir hoffen, dass es reicht jetzt hier, die Förderbänder dafür, um das zu markieren, aber ich denke, es ist zu wenig. Ja, es ist zu wenig. War jetzt ja nicht anders zu erwarten. So, dann sagen wir aber hier schon mal Destille. Du machst das. Also du. So. Gut, dann ist hier schon mal fleißig was am Arbeiten. Und hier kommt schon mal das erste bisschen Cider raus. So, dann gucken wir doch mal, das sollte jetzt auch, oh, das sorgt sogar für negative Werte jetzt, wenn die in Gang gehen. Was kosten die denn? 330 extra Gold und, na gut, wir haben jetzt auch noch die Destillen mit 370, 400 Gold gleich, wenn die voll arbeiten. Okay, die sind nicht ganz billig. Dazu kommen ja die, die noch dazu gearbeitet haben, dann kommen hier noch ein paar dazu. Ja, wir verbrauchen ein bisschen mehr Geld jetzt. Na gut, okay, wir sind jetzt so leicht im Minus, halt, das ist schon zu weit jetzt hier transportiert. Da müssen wir mal ganz kurz wieder von unten den hier holen, danke. So, hätten wir es gerne. So, dann den nächsten, dann den nächsten, dann den nächsten, dann den nächsten, so. So. Hier nach da, hier nach da, hier nach da. Ja, die sehen falsch rum. Okay. Das sehe ich ein, dass die falsch rumgehen. So. Da war doch wohl gelacht, wenn wir den Cider nicht bis dahin kriegen können. Müsste der erste Cider eigentlich sogar schon durchlaufen hier, ne? Dürfte jetzt demnächst hier unten ankommen. Ja, guck mal, da unten kommt er an. Das sieht ja schon mal schön aus. So, wir brauchen aber noch wesentlich mehr von dem Zeug hier. Und guck mal, da steht hier der ganze Wald voll. Das sieht ja richtig gut aus. Wenn wir jetzt hier die ganzen Wutz rausnehmen. Sehr schön. Ah, jetzt haben wir sogar Seedings gekriegt mal. Ein Stück. Können wir da wieder ranschmeißen. So, gut. Alles klar. Da sollten jetzt nämlich immer keine überbleiben von, weil die Seedings, die sollten eigentlich alle immer angepflanzt werden. Also es müsste ja jetzt so ein, sich so selber einfach in die Richtung durchlaufen. So, und hier ist der erste Cider. Und da wird er schon eingenommen. Und hier haben sie schon Cider, aber keine Clothes mehr. Also wenn das Cider bis oben durchgebrochen wird, sind da keine Klamotten mehr, Mensch, als Kinder. Also das ist eine Klamottenindustrie, will ich ja noch erweitern, ne? Oh ja, oh ja, oh ja. Wir haben noch viel zu tun. Wir haben noch sehr, sehr viel zu tun. Junger Padawan, es gibt noch viel zu tun. So. Unsere Kamera, ach, da ist ja schon wieder aus hier mit den Förderbändern. Na gut, okay. Also da produzieren wir anscheinend noch viel zu wenig von. Wieder durch mit den Förderbändern. Achso, wir wollten ja Holz holen, deswegen. Da werden wir ein paar mehr Förderbänder machen können. Also da brauche ich jetzt unbedingt mal irgendwann eine Fabrik zu. Ich weiß aber nicht, wie ich die Fabrik kriege. Also da bin ich mir noch nicht ganz schlüssig. Und hier müssen wir auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir noch mehr Klamotten kriegen. Sieht es nämlich mit dem Fisch aus? Der Fisch, der kommt noch nicht besonders durch, oder? Der hat Fisch, der hat Fisch, der hat Fisch, der hat Fisch, Fisch, Fisch. Ah, doch. Also ganz unten hat keinen Fisch. Also wirklich der letzte unten hat keinen Fisch, aber sonst geht Fisch durch, okay? Also das könnte ganz, das ist ganz knapp an der Grenze. Also beim Fisch sind wir ganz gut bei der Sache.
Und hier geht auch der erste Cider schon bis nach oben hoch. Aber hier haben wir dann... Oh, hier haben wir auch noch keine Klamotten. Aber hier haben wir schon einmal Klamotten und Cider dann. Crafting Speed, Production Finished. Das ist die Frage, wie lange das quasi so bleiben muss. You may not complete this craft ever. Keine Ahnung, was ich da hingeben muss, damit das denn funktioniert. Tree Chunks habe ich sogar in der Tasche. Was soll ich denn damit? Wie kann ich ja mal hier in so einen Werk reingeben? Hier, Tree Chunks, 20 Stück. Und das Holz dafür. Holz. Ich um mein Holz. So. 1000 Holz haben wir jetzt. Das ist ja super. Gut, schön. Das gefällt mir sogar, dass ich 1000 Holz habe. Aber jetzt haben wir hier die ersten, die eigentlich voll versorgt sind. Und das muss jetzt über eine Weile wahrscheinlich so laufen. Wie ist denn das hier, wenn man so einen Arm sich bewegt? Braucht er dann mehr? Oh, hier fehlen ja Arme sogar. Ah ja, deswegen reicht der Fisch wahrscheinlich etwas runter. Weil hier oben die Fisch reingelegt wurde. Gottes Willen, wer führt hier, ey? Gottes Willen. Wer führt bis oben hoch hier? Da ist ja noch ein Fehler im Bau gewesen hier. Kein unerheblicher. So, jetzt mal gucken hier, wenn jetzt hier das erste Mal wieder was vorbeikommt, ob denn die Energiekonsumption hochgeht. Falls sie den Fisch durchlassen. Ne, geht nicht hoch. Okay. Also kontinuierlich 2,3 Energie. Also den Goldverbrauch ist das hier, ne? So. Dann ist der zweite Cider-Strang angeschlossen. Ich würde sagen, das reicht für heute. War, glaube ich, auch wieder lang genug, die Folge. Wir haben auf jeden Fall schon mal Cider geschafft. Das ist schon mal gut. Der erste Cider ist auf dem Weg. Da auf dem einen Band kommt es nur einseitig. Da ist noch irgendwo ein Fehler im Bau. Weil wenn er nur einseitig kommt hier auf dem einen Band, das ist nicht gut. Naja gut, auf jeden Fall kommt die eh nicht raus. Was ist denn jetzt hier das Problem? Das Problem ist, dass wir nicht genug Äpfel kriegen, ne? Ja. Das wird das größte Problem sein, dass einfach nicht genug Äpfel hier ankommen. Dann müssen wir wahrscheinlich, denn hier oben haben wir noch ein bisschen was, wo wir ein bisschen Apfel herkriegen. Da kriegen wir wahrscheinlich auch 6 Apfelfarmen aber nur drauf. Mit Glück. Und ja, da müssen wir dann natürlich dann die Apfelproduktion noch ein bisschen verbessern. Ich weiß nicht, ob ich das hier irgendwie beschleunigen kann mit irgendwas, aber viel mehr geht halt nicht. Gut. Also theoretisch könnte man hier vielleicht 8 drauf kriegen. Wenn man den einen halb draufsetzt, den anderen halb, dann ja, aber... Naja, wir gucken mal, wie viel wir da drauf kriegen. Es ist noch im Bereich drin, gerade so. Es könnte also ausreichen, dass wir das von da aus kriegen. Nur, ja, nee, wir müssen es dann schon erweitern. Wir müssen schon erweitern wegen den Knickarm-Robotern. Oder wir müssen es so stellen, dass die Knickarm-Roboter von unten und von oben kommen. Geht ja auch. Gut, alles klar. Ich hoffe, oder sagen wir mal so, ich sag mal so, das sehen wir wirklich in der nächsten Folge dann. Wenn wir dann auch noch hier genügend von dem Zeug hier haben. Wir werden uns jetzt immer hier oben hinstellen. Ich werde da oben ein schönes Foto von machen. Da wird man ein schönes Bild für das Thumbnail haben. Denn wir haben ja den Cider sozusagen eigentlich dann automatisiert hier an der Stelle. Und das ist ja auch schon immerhin ein Teilerfolg. Alles klar. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und ein Abo. Ich würde mich riesig drüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann. Tschüss.